Hi liebe Leute, ich bin's wieder und wir sind auf BikenTV. Ja, heute ein Thema, an sich gab es ja schon oft, Bunnyhop. Aber jetzt, da habe ich schon mal zum Beispiel ein Wheelie extra Video gemacht fürs E-Biken. Das findet ihr auch in dem Online-Coaching, verlinke ich euch. Wenn ihr exklusive Online-Lektionen, Online-Coachings haben wollt für ein Bunnyhop, weil ihr den lernen wollt, findet ihr es da. Jetzt ist die Frage, wie geht es mit der schweren, dicken Kiste? Viele von euch fahren entweder nur E-Bike, sind quasi gar nichts anderes gewohnt, kennt es vielleicht aber noch von früher, wie es mit anderen Rädern war. Oder manche fahren beide, das heißt, die wechseln mit einem normalen Bike und E-Bike. Das heißt, dann hat man den Kulturschock, steigst auf das schwere Fahrrad und denkst dir, okay, Motor gibt gut Power, aber beim Bunnyhop hilft mir der nicht. Im Gegenteil, die schwere Kiste jetzt hochzukriegen, fühlt sich sehr ungewohnt an und kaum möglich. Da möchte ich Tipps geben, wie ihr das trotzdem meistern könnt und ein bisschen was von meinen Erfahrungen weitergeben und euch zeigen, wie ihr den Bunnyhop optimieren könnt. Viel Spaß und dabei. Und jetzt mal die spezifischen Sachen mit dem Fahrrad. Und zwar, es ist natürlich einfach sehr schwer. Also meins hat auch so 25 Kilo. Und wenn ihr natürlich jetzt seht, im Vergleich zu meinen anderen Fahrrädern, dieses Fahrrad ist auch relativ lang. Da ist dann die Frage, was macht das mit einem? Und ich gehe darauf kurz ein mit dem Kopf, um euch danach noch praktische Tipps zu geben beim Üben. Ja, es ist ganz einfach. Man kann sagen, es ist eine Art wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ihr schon die ganze Zeit darüber nachdenkt, ob euer E-Bike das schlechter kann, weil es lang ist oder schwer und so weiter, dann kann es sein, dass es wirklich auch so sein wird, weil ihr viel zu sehr mit euren Gedanken am Material seid. Das beobachtet man ganz häufig. Ich sage nicht, dass es Dinge beim Material gibt, die nicht helfen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier an dem Fahrrad einen kürzeren Vorbau dran gemacht. Und der Lenker ist ein bisschen höher und hat ein bisschen mehr Neigung nach hinten. Backstreet nennt man das. Natürlich gehen dann Bunnyhop und Manual wieder einfacher, als wenn es ein längerer Vorbau und ein komplett gerader Lenker ist. Deswegen kann man mit dem Material was machen, aber ihr wollt den Bunnyhop ja mit dem E-Bike auch entweder lernen oder halt auch können, wenn ihr ihn vorher schon könnt, also abrufen könnt. Und dann müsst ihr es einfach damit machen, damit üben und nicht die Gedanken darin verschwenden, warum es vielleicht schlechter geht. Aufgrund der Geometrie des Rades, hier relativ lang und groß und dem schweren Motor und Akku, ist natürlich so, dass viele da schon die Probleme haben, das Vorderrad beim E-Bike so hoch zu kriegen, wie sie es eigentlich haben wollen, wie sie es mit dem anderen Bike vielleicht auch schaffen. Und da gibt es ein ganz wichtiges Element, das nennt man den sogenannten Stomp, im englischsprachigen, im deutschsprachigen Raum meistens Preload genannt. Das ist, wenn man die Bewegung nach unten, wenn man die sehr schnell vollzieht, die Körpermasse nach unten wirft, so ein bisschen wie bei einem Trampolin, was man erstmal so runterstößt, bevor man hochgeht. Dann drückt man, dadurch macht man über die Beine, drückt man die Federung ein, den Dämpfer und die Gabel gehen dann runter. Und wenn man dann den Manual-Impuls startet, geht das Vorderrad viel leichter hoch. Und das ist, was viele zu wenig machen. Die kommen dann schon angerollt in der tiefen Position und wollen dann den Impuls starten. Der Tipp wäre, steht erstmal aufrecht und kurz vorher schnell klein machen. Die Federung geht runter und sofort den Manual-Impuls. Ich empfehle immer die Methode, dann den Lenker ganz explosiv nach vorne zu schubsen. Dadurch strecken sich die Arme, der Körper kommt nach hinten, ihr habt eine gute Dynamik. Und in der Kombination Preload oder halt im Amerikanischen der Stomp mit einem starken Schubsen des Lenkers, da werdet ihr auch die Höhe am Vorderrad kriegen. Ich mache es mal vor. Also, ohne Stomp würde bei mir so sein. Dann kommt es nicht so weit hoch. Und mit Stomp runter und dann muss ich schon die Bremse ziehen. War halt selber überrascht, wie krass schnell das hochkam. Und deswegen natürlich Bremsfinger sollte man parat haben, damit man nicht auf dem Rücken landet. Ein kleiner Hinweis noch jetzt für den Preload und Stomp. Und zwar ist es so, ihr kennt mich auch in der Hinsicht, das empfehle ich in so vielen Videos, weil die Leute immer fragen, für das Manöver soll ich die Federung anders einstellen, für das und das. Und ich sage in der Regel,
Manchmal kann man es machen, wenn man es unbedingt will und sagt, es hilft mir jetzt was Neues zu lernen. Oder aber eigentlich sage ich, ihr wollt den Bunnyhop im Gelände machen und das habt ihr Setup so, wie ihr es immer habt. Mit dem schweren E-Bike beim Bunnyhop natürlich ganz wichtig und da haben viele schon große Probleme, ist, dass sie ihre Sprungkraft aus den Beinen nicht nutzen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt natürlich auch immer noch beim E-Bike das Verhältnis Fahrrad-Körpergewicht. Das heißt, der Körper ist immer noch viel schwerer und wenn ihr eure Sprungkraft richtig gut nutzt, ich mache es jetzt mal ohne Fahrrad, schaut mal auf die Beine, wie die sich strecken, dann könnt ihr natürlich auch die leichte Masse des Fahrrads besser mitnehmen. Und viele sind noch zu sehr darin, irgendwie vom Kopf her oder von der Bewegungsgewohnheit, dass sie versuchen, sich eher so nach vorne zu werfen, um das Hinterrad leichter zu machen. Oder manche versuchen auch direkt nur das Rad hochzuziehen mit der Ferse, anstatt erstmal richtig abzuspringen mit den Beinen. Und das muss man, wenn man springen will. Und genau, deswegen in eurer eigenen Videoanalyse, checkt mal, gerade wenn ihr ein E-Bike habt, müsst ihr wirklich einen richtig guten, explosiven Sprung da haben. So, liebe Leute, kleiner Check Bunny Hop. Ich verlinke hier unten mal das Video, was ich mit Björn gemacht habe, zwar mit einem normalen Rad, aber für alle, die quasi neben dem normalen Bunny Hop, ich nenne ihn halt Zweck Bunny Hop, auch den richtig hohen Bunny Hop, zum Beispiel über einen hohen Bierkasten oder so machen wollen, da muss man bei der Bewegung noch was hinzufügen, was man wirklich normalerweise kaum braucht, aber wenn man richtig Höhe haben will, schon. Dann könnt ihr euch so lose Hindernisse nehmen, Schuhkarton oder so, und es immer höher stellen. Geht auch mit dem E-Bike. Ist jetzt kein E-Bike-spezifisches Thema, aber vielleicht gerade, weil man beim E-Bike, wenn man umstellt, nicht direkt die krassen Höhen hat. Ihr kennt die Regel immer Step by Step. Ein kleiner Ast, man kann auch einen kleineren nehmen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Stumpf. Und dann langsam denen zu steigern. Immer welche, die auch nachgeben, wenn man im Hinterrad doch dagegen kommt. Genau, und die allgemeinen Bunnyhop-Tipps verlinke ich unten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob die Tipps für euch neu waren oder ob ihr den anderen Videos schon mal ein bisschen gesehen habt, ob ihr die schon mit rumprobiert habt. Wenn ihr noch nicht viel Bunnyhop geübt habt oder generell, wenn ihr generell jetzt intensiver mehr übt, bitte Schienbeinschoner anziehen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, gerne auch den Kanal abonnieren. Schaut mal bei Instagram auch vorbei, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns. Bis dann.